So höret her, ihr angereister Pokerpöbel, es gelüstet mir, eurem König, euch mitzuteilen, dass die nächste Folge des frivolen Kartenspieles ansteht, das da hierzulande bekannt ist unter dem wundervollen Namen die Let's Play Poker Pokerstars.de Show. Und ihr, meine lieben Untertanen, seid die Auserwählten, die das unendliche Glück haben, an diesem besonderen Tag, dem 11. April 2015 Anno Domini, anzutreten im ritterlichen Wettstreit am Tisch der Ehre. So strenget euch an, denn das Preisgeld in Höhe von 2000 Silberstücken, zahlbar aus meinen privaten Schatzkammern, werde ich, gnädiger König, der ich bin, den Armen und Schwachen dieses Landes zuteilkommen lassen. So unterlasset jegliche Täuschungsversuche und besinnet euch auf die Grundprinzipien des fairen Wettkampfs unter Ehrenmännern. Und nicht vergessen! Ja, jetzt habe ich dann halt scheiße tatsächlich den Text vergessen, aber das ist doch auch, wer schreibt denn auch sowas? Christoph, bitte, wie soll ich mir das denn merken alles? Ist doch ein Quatsch. Können wir nicht einmal einen Trailer machen, wo ich einfach nur sage, Let's Play Poker, Pokerstars.de am 11. April 2015 auf YouTube. Und das wäre es dann schon gewesen. Da sind wir in 2 Minuten hier raus. Aber nein, jetzt hier so ein riesen Gehampel. Und das ist dann logisch, dass wir die Leute nicht alle vorher ins Studio bekommen. Dann müsst ihr euch da nicht so hinstellen, das ist doch total affig. Jetzt nehmt mal die scheiß Masken runter. Nee, du nicht. Und hier den Text kann ich auf die Entfernung überhaupt nicht lesen. Das ist alles ein Riesenmist. Und wo ist überhaupt die Kelly? Die soll das immerhin moderieren. Ich bin zu spät. Habt ihr, das seid ihr noch... Zusammen mit wem über... Mit mir? Bin ich da Moderator oder was? Ach, weißt du, irgendwann sage ich auch einfach mal nein und dann steht ihr da. Und dann ziehe ich auch das hier nicht mehr an. Das ist affig. Was hat das gekostet? 9,99 Euro oder was? Im Versand. In der Show möchte ich ein gescheites Kostüm haben. Oder gar nicht. Ich bin immer in der Pokergott. Was zieht so ein Pokergott an? Ist der nackt mit Rauschebart oder was? Denkt euch was aus. Vielleicht irgendwie so ein Zenturion römischer. Das ist ja wenigstens, das geht ja wenigstens grob in die Richtung. So. Sonst könnt ihr das nächste Mal alleine machen. Hallo? Soll ich jetzt noch meinen Text sagen? Oh. Ey Fabian, jetzt reicht's langsam aber mal mit deinem geschwollenen Gelaber. Was soll das nur bei der Pokersendung werden? Leute, wisst ihr was? Geht einfach raus und spielt Poker. Und ihr Zuschauer, nicht vergessen am Samstag einzuschalten. Dann zeige ich Fabian mal, wie eine richtige Moderation geht. Ja, das kann ich gut. Kann mir jetzt endlich mal jemand Geld für die Scheiße geben?